So, dann nehmen wir uns diese Kohle erstmal mit. Bevor wir hier weiter rumirren in dieser Höhle. In dieser riesengroßen Höhle. Aber man muss natürlich auch sagen, je mehr wir hier ausleuchten, desto mehr quasi erobern wir diese Höhle. Noch ist sie größtenteils in der Hand dieser Kreaturen. Aber wir nehmen immer mehr und mehr dieser Höhlen ein. Okay, Eisen. Ja, sehr schön. Ruhig mehr, ja. Eisen wird immer wieder gerne genommen. Weiter, weiter, weiter. Liegt doch irgendwie ziemlich oft hier so bei Eck irgendwie, finde ich. Sehr schön. Eisen, Eisen, Eisen. Wir müssen natürlich auch demnächst mal wieder in unsere selbst angelegte Mine gehen. Weil wir da natürlich auch die Chance haben, Diamanten zu bekommen. Da ist auch ein bisschen zu dunkel. Okay, da sind wir wieder da. Uiuiuiui. Das gehört alles zu diesem Höhlenlabyrinth. Genau, hier hatten wir ja vorhin diesen Fight gehabt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo es wieder nach Hause ging. Dann gehen wir doch einfach mal hierher. Und wo wir gerade von Erobern gesprochen haben. Gefährlich. Gefährlich. So, dann setzen wir hier auch erstmal eine Fackel hin. So. Und wir holen uns hier diese nette Kohle. Ja. Hier nehmen wir uns auch wieder ein bisschen mehr mit. Und dann werfe ich gleich nochmal einen Blick in unser Inventar. Wie viel Platz wir denn noch haben. Da baue ich nicht ab. Da fliegt sonst wieder die Fackel ab auf der anderen Seite. Ja, das zeigt uns ja dann, wie lange wir hier überhaupt noch in der Höhle bleiben können. Es nützt uns ja hier nichts, mit vollem Inventar in einer Höhle rumzulaufen. Das überlasse ich anderen. Halt! Fackel. Okay. Aber wie man sieht, es wird heller hier in der Wohnung. In der Höhle. In der Wohnung. Als wenn wir hier schon eingezogen wären. Alter Schwede, die Musik, die irritiert mich manchmal aber auch. Hui! Ich wusste es. Hier sind wir wieder am Anfang. Aber ist ja komisch. Hatten wir hier nie reingeguckt in die Kiste? Oder war unser Inventar voll? Okay, die brauchen wir nicht, aber hier, ne? Brot und so. Was ist das denn? Diamant? Alter Schwede, wir waren hier noch nicht. Wir hatten hier noch nicht in die Kisten reingeguckt. Wie geil ist das denn? Hier hatten wir dann wahrscheinlich auch erstmal vorsichtshalber nur ausgeleuchtet. Was wir hier auch mal eben machen sollten. Ich glaube, aus dieser Richtung hier sind wir auch immer mal wieder angegriffen worden. Kohle, Schienen. Da kann man mal sehen, da sind wir garantiert so hergelaufen, wie wir jetzt hier herlaufen. Boah, das sieht ja irgendwie cool aus. Wie so ein richtiger Raum hier. Da haben wir Eisen. Aber wir müssen auch immer gut ausleuchten und daran denken. Wie man hier sieht, ist es hier stockdunkel. Und wie man da sieht, das nennt man einen Creeper. Und jetzt haben wir es dem aber gezeigt. Das war mir jetzt scheißegal gewesen. Ich bin jetzt einfach drauf zugerannt.
und habe nicht mehr locker gelassen. Okay. Okay, wahrscheinlich, weil wir unser Schwert verzaubert haben. Da habe ich natürlich jetzt gerade mal eben festgehangen. Ist natürlich auch eine coole Sache. Auch wenn ich da jetzt nicht so ein Freund von bin, aber ich glaube... Jetzt mache ich hier doch mal eben das Holz weg, damit wir hier echt besser gucken können. So. Du bist ja noch ein richtig lustiger Zeitgenosse. Naja, da ist Blut dran. Können wir aber jetzt wegnehmen. Huiuiuiui. Ich glaube, da links waren wir auch noch nicht. Das sind Fackeln, die hier die Minenarbeiter mal angebracht hatten. Ach du Scheiße, Hammer. Voll geil. Da hinten, da waren wir, wo wir. Und wie man sieht, überall sind Materialien, die wir noch nicht abgebaut haben. Hier ja auch Eisen. Ach du Scheiße. Wie groß das hier alles ist. So, wir müssen jetzt mal anfangen, hier was mitzunehmen. Ja, da kommt noch was zum Vorschein. Cool. Gerne, nehmen wir alles mit. Okay, wieder raus. Hier müssen wir aber... Nützt alle nix. Verbrauchen wir zwar wieder Cobblestone, aber... Oh, oh. Scheiße, ist das dumm. Ach komm. Das machen wir mal eben zu. So, fertig. Ausgeleuchtet haben wir da. Essen sollten wir mal eben was. Boah, wir sind aber jetzt hier auch, glaube ich, schon ziemlich lange in der Höhle. Hilfe. Ich werde bekloppt. Ich bezweifle, dass wir jemals wieder rauskommen. So, wir fangen jetzt hier an mitzunehmen. Schienen. Zack. Da ist Eisen. Nicht nur eins. Sehr schön. Oh, geil. Wie viele haben wir denn jetzt schon? 64 und 40. Cool. Und die nehmen wir mit. Da können wir hinterher unsere Mine mit ausfüllen. Scheiße, Mann. Und so verirrt man sich. Genau so verirrt man sich. Ey. Boah, ich dachte schon, ich hätte da hinten Diamanten gesehen, ey. Das wäre ja cool gewesen. So, Schienen nehmen wir wieder mit. So, hier haben wir Sackgasse. Ich könnte natürlich... Ja, da haben wir erstmal Kohle. Da haben wir noch mehr Kohle. Da auch. So, da ist auch noch Kohle. Da graben wir doch einfach mal dahinter. Oh, oh, scheiße. Okay, wir müssen nach oben. Okay, ich nehme die jetzt mal. Boah, ist die schnell. Okay, aber wir sollten nach oben gehen. Weil ich möchte da doch eine Eisenspitzhacke für nehmen. Und nicht unsere gute Diamantenspitzhacke für verbrauchen.
Jetzt stellt sich natürlich in dem Moment nur die ganz bescheidene Frage, wo wir wieder her müssen. Ich kann dem aber hier nicht widerstehen. Was? Da ist jetzt wieder ein anderer Oh, Lava. Wir halten mal lieber unser Schwert im Anschlag. Ich glaube, da war es nicht. Aber ich komme da nicht drüber weg, dass da aber in den Kisten, dass da noch was drin war. Wahnsinn. Aber nein, 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 nein. Wir müssen jetzt, komm, ich lasse das da jetzt auch an der Wende. Dann wissen wir ja auch, dass wir da noch nicht waren. Oh, ich kann es nicht lassen. Ja, wenigstens eine Fackel hinsetzen. Oh shit, wo kommen wir hier wieder raus? Da ist ein Zeichen, da ist ein Zeichen, da ist ein Zeichen. Sehr schön. Da sieht man mal wieder, wie wichtig die Zeichen sind. Wie wichtig. Dadurch, dass wir das jetzt gesehen haben, finden wir wieder raus. Super. Ich glaube, dann waren wir jetzt auch erstmal genug in diesem Höhlenbereich gewesen. Wo sollen wir denn jetzt hin? Wieso ist das Zeichen nach hier? Da hinten ist noch ein Zeichen. Und da. Das geht nach hier, das geht... Und da sind wir draußen. Wow, sehr schön. Sehr schön. Ab nach draußen. Wow, cool. Ja, da haben wir doch einiges eingesammelt. So, dann würde ich sagen, war es das auch erstmal da jetzt mit der Höhle. Das lassen wir jetzt erstmal. Da waren wir jetzt doch eine ganze Zeit lang gewesen. Und hier ist dunkel. Schnell. Da oben krabbelt eine Spinne rum. Auf der Mauer. So, und erst einmal schlafen. Und somit diese Monster hier erstmal... Ja... in ein Osterfeuer verwandeln. So, was haben wir denn jetzt hier? Da können wir gleich die Öfen anschmeißen. Und erstmal die Eisenbarren brennen. So, dann haben wir einen Diamanten dazu bekommen. Das ist sehr schön. Wir haben... Es sind ja leider nur 11 Diamanten. Das ist natürlich sehr, 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 sehr wenig. Sogar nur. Ich hoffe, dass das wirklich demnächst mal mehr wird. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir auch schon Schienen drin. Da haben wir Redstone drin. Die Pilze hatten wir hier nicht reingetan. Ja, das muss alles aufgeräumt werden. Okay, den tun wir auch erstmal weg. Den lassen wir hier. Die Fackeln können hier hin. Okay, Schaufel halten wir fest. Da haben wir noch Kies. Da haben wir das, da haben wir das. Okay, da haben wir noch Knochen. Knochen, Knochen, Knochen. Die Diamantspitzhacke legen wir gleich auch erstmal aus der Hand. So, hier müssten die Pilze sein. Genau. Da kommen die hin. Dann haben wir hier Kohle. Die kommt auch hier hin. Sehr schön, es füllt sich der Vorrat. Dann... Cobblestone, der kann hier rein. Pfeile. Da haben wir Holz, da haben wir Werkbank, Stickies. Dann würde ich sagen, unsere Diamantspitzhacke, die verzauberte, packen wir erstmal dahin. Und dann nehmen wir uns zwei Eisenspitzhacken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die machen wir uns dann erstmal. Wir müssen mal überlegen. Das haben wir. Ersatzschaufel haben wir dabei. Das kann eigentlich raus. Okay. Dann machen wir uns erstmal das. 1, 2... Nee.
Genau, wir haben ja nur für zwei. So, da haben wir wieder Eisenspitzhacken. Und dann können wir wieder runter in die Höhle gehen. Nein, so. Eisen, Eisen. Die Diamantspitzhacke haben wir weg. Wir behalten aber unser Diamantschwert mit Schärfe 3. Brot. Ja, da haben wir, glaube ich, nur 3 Brot verbraucht. Das ging ja. Wieso sind hier eigentlich Pfeile drin? Das ist doch eigentlich Bullshit. Legt er wieder nur unnötig da einen Slot? Okay. Das haben wir. Jetzt gucken wir mal eben. Ist hier was in den Öfen drin? Nein, da ist nichts in den Öfen drin. Dann legen wir da aber jetzt mal was rein. Und zwar machen wir erstmal hier unsere Eisenbarren. Und zwar 1, 2, 3. So, die 3 vollen machen wir. Also, sodass wir ganze Stacks machen. Ja, allein schon in der Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verzählt. Und rein. Level 19 sind wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt aber richtig gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack.